rechtfertigen. Es sah eben ein bisschen titanmutig aus. Es sind aber Schuhe. Also war dieser ganze Weg hier hinten rum tatsächlich notwendig. Ein bisschen groß der Schuh. Tippe die R1-Taste zweimal an, um mit den Sturmstiefeln loszustürmen. Ja, die kennen wir doch. Die waren schon im zweiten Teil nur Bonus, sage ich mal. Also die waren dann nicht notwendig, um das Spiel zu schaffen. Das heißt, theoretisch war das vielleicht doch alles Bonus und hier haben wir die nächste Trophäe. Das bestätigt meine Aussage, dass es pro Level vielleicht zwei Trophäen geben könnte. Ach, unser Klempner-Freund, der ja bislang als einziger Charakter... Nee, als einziger Charakter zusammen mit Ratchet Clank und Quark in jedem Spiel vorkam. So. Was das? Gucken wir nochmal, dass wir hier die ganze Munition hochballern. Probieren wir mal aus. Und die sind so unkontrollierbar wie vorher schon. Super sein. Wunderbar. So, wo gehen wir als erstes lang? Linksrum geht's bis dahin. Nee, rechtsrum geht's bis dahin. Linksrum geht's da irgendwo in den großen Raum rein. Ich mache also erstmal diesen Weg hier. So, Bolts, noch mehr Bolts. Und super sein. Wieder Bolts, noch mehr Bolts. Der Überseil. Oh, den wollte ich noch gar nicht. Hier kommen wir schon mal hin. Okay, das ist ein Problem. Wir können das Ding nicht kaputt schießen. Das ist da eben auf den Boden oder den Füßen weggeschossen. War es jetzt nur zum Zeigen oder war da noch irgendwo was versteckt? Weil wir hatten so unglaublich viel Zeit dafür. Aber ich sehe da nichts. Das war, glaube ich, erstmal nur, um wirklich zu zeigen: hey, hier übrigens, der ballert dir den Boden unter den Füßen weg. Und dann wird es gleich wahrscheinlich schwieriger werden. So. Okay. Seil. So, ich hoffe, es wird da was geben, was hier mit dem Kamerad geht. Das scheint nicht gewesen zu sein. Das kaputt machen. Nee, da war nichts, okay. Ist da eben wirklich losgekriegt bin, so aus, als ob man da auch nach links lang konnte. Aber da ging wohl irgendwie vertan. Ja. Gibt wohl wieder nur den Weg hier. Wunderbar, jetzt müssen wir uns natürlich beeilen. Weil es hier nur eine Plattform gibt. Wir können drehen. Schneller. So. 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 Und so. Und hier rüber. Und darüber. Und hier dran ziehen, bitte. Danke. Okay, noch irgendwas. Was herum? Nein. Okay. Hilfe. Jawohl. Teleporter. Zurück zu meinem Schiff. Hier, noch nicht zurück zu meinem Schiff. Ich will erstmal drauf. Und wir können das immer noch nicht leisten. Oh. Ups. Ups. Und jetzt müssen wir es platt machen. Endfight also. Okay, wisst ihr was? Perfekt. Auch noch freudig drauf.
Ja, mein Freund, wie lange hältst du es noch aus? Hältst du noch lange genug aus? Wie lange geht es hier nicht in die Schlupffalle? Das sieht ja momentan nicht aus. Okay, lass mal den Laser machen, ordentlich Damage. War nicht so gut. So, down! Mein Freundchen! Hyperseil. Guck mal hier! Scheint ein großer Fan von Courtney Gears zu sein. Courtney wer? Du weißt doch, die Granate, die bei Zerstör deine Welt die Preise verleiht. Ach ja, sehr bemerkenswerte Außenhülle. Klar, es liegt wohl kaum an ihrer Stimme, dass sie die angesagteste Sängerin der Galaxie ist. Merkwürdig. Anscheinend wurde an diesem Rechner kürzlich eins ihrer Musikvideos bearbeitet. Oh, lass mal sehen. Ich meine, vielleicht gibt's uns einen Hinweis. Oder so. Miss Gears ist wohl mit Nefarius im Bunde. Ja, unglaublich. Die Videos waren immer süß und unschuldig. Bis auf das eine mit dem Ufz, 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 Ufz. Du weißt schon. Vielleicht weiß sie etwas über Nefarius' Pläne. Ja, stimmt. Und wenn wir bei Zerstöre deine Welt den Hauptpreis gewinnen, können wir noch mal mit ihr reden. Okay, wir müssen also zurück zu Zerstöre deine Welt. Natürlich hat man da ganz unauffällig ein Musikvideo da darauf abgeschnitten, dass man irgendwie... Wir zerstören alles organische Leben? Natürlich! Natürlich, das fällt keinem auf, dass die da in Wirklichkeit irgendein Bösewicht ist oder was weiß ich. Ich würde das gerne quicksaven, sag ich mal. Weil das Schiff hier bringt uns wahrscheinlich zurück zu unserem Hauptschiff, aber wo bringt uns das Zeug hin? So, eine Platin-Boat. Oder Titan-Boat. Das habe ich gerade gesehen. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich den später nicht mehr holen. Oh, halt dich fest. Oh, ich hasse das. Ich hasse das, wenn sich die Helden festhalten können, aber es einfach nicht tun. Ah. So. Boah, der springt ja nicht. Ups, ich lebe noch. Oh, ich lebe nicht mehr. Ich hab schon gedacht, was ist denn jetzt los? Warum hat es der Fisch nicht gefressen? So. Jetzt, wo ich übrigens Jack and Dexter gespielt habe, muss ich sagen, dass mich dieser Fisch hier doch ganz stark an den Fisch von... Oh, oh, oh. An den Fisch von... Jack and Dexter erinnert, der einen da auch frisst, wenn man in den Ozean reinspringt, indem man nur da zu weit reinschwimmt, dass man eigentlich nicht soll. Das sieht fast genauso aus. Wenn man da vielleicht leicht kooperiert hat, wer weiß. Also nehmen wir es mit zurück. Mit dem Schiff zu unserem Schiff. Oder zumindest hier vorne, das reicht schon. Ich muss dann nämlich noch den anderen Weg nehmen. Hallo, Schiff! Einfach richtig sportet. Wir hatten gerade noch Glück, dass wir weg konnten. Okay, ich hatte jetzt eigentlich erst den linken Weg gewählt, weil der rechte, weil der linke für mich, erst den rechten Weg gewählt, so, weil der linke für mich so stark nach... Ach so, das ist der, ich dachte eben da oben, wir haben nur noch 500 irgendwas an Bolts, aber das war der Preis. Weil der linke Weg für mich so eher nach,
Endboss-Raum, außer weil es da so wirklich nach drinnen geht und dann am Ende noch so dieser große runde Raum und so weiter und so fort. Und davor schon dieser komische Raum, das hatte für mich eher nach Endboss-Fight ausgesehen als dieser hier. Was dann für mich eher nach Parkour aussah, aber da habe ich mich verirrt, dann wäre es wahrscheinlich doch besser gewesen, wenn wir erst diesen Weg hier gewählt hätten. Auf. Sehr schön. Das sind richtige Roboter-Soldaten hier. So richtig in Deckung gehen und so richtig in Position gehen und so weiter und so fort. Ja, mega fett. Hilfe! Hilfe! Oh! Der kann das mal nicht zerschießen. Das ist natürlich nicht so schön. Hilfe! So. Wir gratulieren dem Angestellten kaputt noch. JX34 zur Beförderung zum Killer-Robo ersten Grades. Yeah, ich bin jetzt Killer-Robo ersten Grades. Also ich nicht, aber derjenige, der wird sich freuen. Wo der erste Grades geworden ist, dann wird er wahrscheinlich gleich von uns angesetzt und sofort sterben. So. Schön. Oh, wir haben gerade doppelte Boats, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ärgerlich, wenn ich das nicht weiter umgehen, das halber will. Schnell noch die letzte Boots hier. Die letzte Farbe hier. Das da. Knopf. Und hier ist die nächste Bombe da rein. Hier noch eine Bombe da rein. Das ist nicht anders schnell mit. Fuck. Keine letzte Boots mehr. Hey, das ganze Werk wurde erneut geupgradet. Level 3 jetzt. Ja, auch die Roboter hier gehen wir daraus im ersten Teil. Gibt es wirklich verdammt viele Parallelen zum ersten Teil, was die Gegner angeht. Weil sie im ersten Teil auch diese Schleifen hier auf den Hals gewechselt wurden und es da ja heißt, dass die in Dr. Nefarius im Labor entstanden sind, habe ich dabei das Gefühl, dass unser Drag da, der Gegner aus dem ersten Teil, irgendwie unter einer Decke mit dem Farbe gesteckt haben könnte. Alle organischen Lebensformen der weiß, der weiß. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Wenn wir das Ding hier können wir da theoretisch hoch. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, wozu ist dieser Gang hier da? Vielleicht kam mal wieder nur Gegner raus, aber vielleicht ist es halt nur. Vielleicht ist es aber auch wieder. Hier ist eine Tür. Ja. Ja, das Lachsgewehr gefällt mir immer besser. Oh, das ist wieder mit. Gibt's auch noch mit den Boats. Leben! Da vorne weiter. Na sicher. Sehr schön. Derzeit kann ich mich am Heck versuchen. Okay, wie rum war das jetzt? 4 Verteidigungsstellen im Kreis war vorher. Okay. So, den noch und das kaputt. Ja, wie gesagt, das
hacken ist jetzt nicht sonderlich schwierig, zumindest bislang noch nicht, aber es zieht sich halt so ein bisschen mehr als normal. Weil man hier jetzt wirklich darauf warten muss, dass diese grünen Teile kommen. Wenn die halt lange Zeit nicht kommen, wie bei unserem allerersten Hackversuch, dann muss man halt wirklich lange warten. So, den nehme ich mit. Den da, beiden nehme ich mit. Und den nehme ich auch noch mit. Das Ding und den da. Das müsste schon reichen. Und wir sind durch. Wo ist denn unser komisches Ding hin? Okay. Müssen wir das halt so machen. Verarscht da uns. Nein, was ist das? So. Wo geht's jetzt hin? Nutzung des Computernetzwerks für Online-Spiele ist strengstens untersagt. Oh nein! Online-Spiele ist strengstens untersagt. Oh mein Gott! Das geht ja mal gar nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Okay. Hier hoch, Knopf drücken, das Zeug einsammeln, die Farbe einsammeln und weiter auf den ballern und auf den schlagen. Und dann müsste er gerne das nächste ran. Theoretisch könnte man sich jetzt die Waffe da leisten, oder? Erstmal hacken. Erstmal hacken. Oh, falscher Knopf. Phase. So und der da. Okay, und durch. Wunderbar. Fuck, keine Munition mehr. Eindringlinge in Sektor 9 entdeckt. Alle Einheiten mit extremer Rücksichtsvorsicht. Oh oh. Hilfe! Oh oh. Sniper! Ist hier weg? Auch das Zeug hier. Der Sniper gegen Sniper ist jetzt natürlich auch widerlich kacke, weil die einfach so schnell geschossen haben eben. Also die derzeit glaube ich gar nicht zu viel bekomme. Wir müssen ja erstmal die ganzen Codes hier rumliegen. Das ist halt so gut. Schnell hier rüber. Hier waren auch noch einige. Haben Sie Interesse an einer Tätigkeit in den Bereichen Gebäudesicherung, Inrichtung, Totalzerstörung oder Videorekorderreparatur? Besuchen stand doch eben da oben drauf. Was? Wo sind die hin? Ich meine, ich habe die so souverän besiegt, dass die natürlich weg sind. Das war jetzt schon etwas anspruchsvoller. So.
Nein! Oh. Millimeter zu spät. Millisekunde zu spät, so. So, und so, und so. Der da, und der da, und der, und der, und der. Der, und der, und der, und der. Boah. Wieder in der zweiten Phase. Okay, geschafft. Sind wir da? Tatsächlich. Mit diesem Terminal haben wir vollen Zugang zu allen Projektdateien von Nefarius. Hab was gefunden. Ich fürchte, es sieht nicht gut aus. Biobliterator? Versteh schon. Was macht das denn genau? Diese Informationen wurden gelöscht. Oh je. Tja, und wo ist das Ding? Aufenthaltsort unbekannt. Aber gestern hat ein großes Transportschiff hier abgelegt. Es ist zum Obani-Mondsystem geflogen. Die Obani-Monde, hm. Tja, dann sehen wir mal nach. Okay, Koordinaten der Obani-Monde im Zyrgon-System da freigeschaltet und so weiter und so fort. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ich meine, das Roboterfähigkeit, wir zerstören alles organische Leben und die Sängerin. Jetzt kriegen wir hier plötzlich so eine Riesenbombe als Information. Das sieht wirklich nicht so toll aus. Der fände ich jetzt gekauft. Ja, dann heben wir wieder ab. Wie funktioniert denn dieses Kameradingsbums? Oh, wie schade. Autsch! Hey, Ratchet, was gibt's? Hallo, Skid. Können wir mit Sascha reden? Sascha und Quark treffen sich mit dem Präsidenten. Sie haben mir das Schiff überlassen. Was? Ich meine, ach so, und ist er da? Hat Mittagspause. Helga? In der Sauna. Und was ist mit Quarks Affe? Sag Sascha einfach, dass Clank und ich einer Spur auf den Obani-Mond nachgehen. Die Obani-Monde? Klingt, als könntet ihr etwas Hilfe gebrauchen. Ich pack mein Zeug und treffe euch da. Nein, nein, nein. Na toll. Also selbst der Affe wäre besser gewesen als er, oder wie kann ich das verstehen? Wir haben jetzt die Obami-Monde, aber wir haben doch noch eine andere... Oder nicht? Ach ja, stimmt. Das war's. Ich wusste doch, dass wir noch irgendeinen anderen Auftrag gekriegt haben. Ich dachte, wir hätten noch andere Koordinaten, aber das stimmt ja gar nicht. Zurück zu einer, ja, Sache, zu der wir... Bei der wir schon waren, denn wir müssen hier den Jackpot gewinnen, den Hauptpreis, den Hauptgewinn, den Mega-Gewinn. Und dann werden wir sie sprechen können. Zerstöre deine Welt. Okay, triff Courtney Lauf. Der trifft Gurtney-Lauf, ist natürlich auch gut. Kämpfe durch den Spießrutenlauf und du bekommst Zugriff auf das Hauptevent und ein paar Boats nebenbei. Okay, da scheint ja wohl mal der schwerste Lauf von allen zu sein, richtig? Aktiviere den Knopf, um das Schild umzudrehen! Was geht da lang? Dieser Job macht echt Spaß! Oh. Tag, Freunde. Jetzt gibt's hier noch von dem Bolt noch mal irgendwo, den wir ja schon länger suchen. Ich bin nächste Woche beim Demolition Derby auf Morana. Hast du das gesehen? Das war spitze! Ja, das habe ich glaube wieder gesehen, weil es war mitten im ja, Kampf, sage ich mal, mit hier diesem Lauf und dann ist es ja nur mal hier, um diesen Lauf hier zu sehen. Warum sollte das denn jemand hier nicht sehen? Oh mein Gott, Panzer!
Hilfe. Wir brauchen das Lachsgewehr und zwar schnell. Das hat geklappt. Oh, oh, oh. Ist auch kein, oder? Alle sehr schön. Wenn sie einiges an Munition wieder da für diese Kanone. Den brauchen wir auf jeden Fall. Also danke sehr. Klappt schon. So, danke. Weg, hier ist ein Weg, hier ist ein Weg. Ich will es jetzt eigentlich nicht riskieren. Das klappt nämlich nicht. Fuck, jetzt können wir die ganze Scheiße nochmal machen. Ich hätte jetzt gedacht, dass dieses Ding hier direkt noch in der Luft geht, aber das scheint nicht zu funktionieren. Also weiß ich nach wie vor nicht, wie wir an das Ding da rankommen sollen. Dieser Job macht echt Spaß! Auf den Boot. Ja, sind hoch hier. Ich bin nächste Woche beim Demolition Derby auf Morana. Und so. Wunderbar. Und wunderbar. Jetzt wieder hier Lachsgewehr. Und tschüss. Und Saugkanone. Vielen Dank. Wenn du hier durchstürzt, um da ranzukommen, was halt nach wie vor nicht gehen soll, aber irgendwann werden wir schon früh genug, spätestens dann, wenn ich hier die Lösung benutzen werde am Ende. Nein, das stimmt, das war eine Lösung. Wie den Vorgängern halt auch. Wenn es dann am Ende auf die Titan holt, damit es unglaublich lange dauert, unglaublich langweilig wird für euch. Dann wieder meine Seite. Der falsche. Hallo, falsche. Hab ich mal etwas vom Sterben gehört? Schlecht war die falsche nun auch nicht. Und ist schon auf einem recht hohen Level. Das war's schon. Das war jetzt der Megalauf hier. Jetzt wird's gleich. Oh. Schön schmutzig zurück. In einem Prima. Hier schießt er mal schön drauf, ne? Hilfe! Hilfe! Okay, komm schon, mach uns das, mach uns das, mach uns das! Das ging jetzt wieder. Hi, okay. Level abgekommen. Das ist auch gut. Meine Damen und Herren, Applaus für Ratchet und Clank. Sie erhalten eine seltene Erstausgabe des Quark-Videospiels. Und den Preis überreicht die unglaubliche, unvergleichliche und talentierte Courtney Gears. Wenn wir es richtig anstellen, bringt sie uns zu Dr. Nefarius. Also lass lieber mich reden. Es ist Ihnen eine Ehre, mich zu treffen. Ich meine mir, Sie zu treffen, Miss Gears. Hi. Ei, ei, live siehst du sogar noch besser aus als in Holovision, Agent Clank. Ich habe auch ein paar Geheimnisse, die du undercover ermitteln könntest. ich werde Ihr Anliegen an die Behörden weitergeben. Oh, Agent Clank, du kannst wirklich mit Frauen umgehen. Weißt du, ich würde alles tun, um in einem deiner Filme mitzumachen. Das ließe sich machen, Miss Gears. Wenn Sie uns Informationen über Dr. Nefarius' Aufenthaltsort geben könnten. Dr. Nefarius? Ihr habt euch erkundigt, was? Tja, besorgt mir die Rolle. Dann sage ich euch, was ihr wollt. Bestens. Wir sehen uns in den Holostar-Studios.
Koordinaten von Filmset 42 runtergeladen. Oh Gott, der wird sich erstmal freuen, wenn wir da vorbeikommen.